Rostock träumt seit der Zerstörung des alten Stadttheaters durch Bomben im Zweiten Weltkrieg von einem großartigen Theaterneubau. Jetzt ist die Hanse- und Universitätsstadt dem Traum wieder ein reales Stück näher gekommen. Am 16. September wurde der Siegerentwurf für den Theaterneubau gekürt. Im europaweit ausgetragenen Wettbewerb überzeugte die Hascher-Jehle-Assoziierte GmbH mit ihrem Entwurf. Das Berliner Architekturbüro gewann also den ersten Platz. Der Theaterneubau stellt eine abstrakte Form eines U-Bootes dar. Errichtet wird er am Ende der Langen Straße mit Blick auf die Warnow sowie in die Innenstadt. Was sagt die Rostocker Bevölkerung zu diesem Entwurf? Ja, also es sieht sehr Hightech aus und sehr groß und geräumig. Also ich fände es auf jeden Fall gut, wenn das Theater mehr Platz bekommt und auch neue Räumlichkeiten. Ich finde es eigentlich ziemlich cool, weil ich finde, das andere ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen und ist auf jeden Fall noch ein Anziehungspunkt für Touristen. Ich finde, gerade weil jetzt auch eine neue Studie rauskam, dass Mecklenburg-Vorpommern ganz hinten liegt in den Betreuungsschlüssel in den Kitas und so, finde ich, sollte eher mehr Geld da investiert werden als in sowas. Ich sage immer, dass Rostock wieder an früher anknüpft. Ich kenne es noch aus DDR-Zeiten, da war das Theater ganz toll. Am Volkstheater ist man begeistert. Hier zählt neben der Gestaltung vor allem die Funktion. Das heißt, wie können die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier künftig Theater machen? Funktional hat er fast alle unsere Wünsche erfüllt. Es gibt ja unterschiedliche Umsetzungen der Raumprogramme. Und gestalterisch transportiert er unseren zentralen Wunsch, ein Gebäude zu sein, was sich nicht abgrenzt, nicht abschließt, nicht was Negatives signalisiert, sondern Offenheit zeigt, Begehbarkeit, Erreichbarkeit, Transparenz. Also da wird mit Beton etwas gebaut, was unserem Wunsch entspricht. Das aktuelle Volkstheater Rostock mit Standort in der Doberaner Straße entspricht baulich und technisch nicht mehr den aktuellen Anforderungen an ein modernes Theater. Die dringend notwendige, umfassende Sanierung wäre unwirtschaftlich. Ein Neubau stellte die einzige Option dar. Bestechen konnte der Siegerentwurf mit seiner offenen Bauweise und der begehbaren Gebäudestruktur. Außerdem wird es eine komfortable Foyersituation und eine Gastronomie mit Blick auf den Hafen geben. All das soll für unvergessliche Theaterabende im Herzen Rostock sorgen. Das, was heutzutage einen Abend ausmacht, ist ja nicht nur 2 Stunden Vorstellung, sondern was mache ich vorher, was mache ich hinterher? Kann ich den Künstlern begegnen? Kann ich mit Freunden, mit denen ich ins Theater gehe, danach schön sitzen und mit dem Blick auf den Stadthafen was essen und was trinken? All dieses macht ja was aus. Wir können die Einführungen viel schöner gestalten. Wir können musikalische kleine Programme ergänzend dazu bieten, können Diskussionsveranstaltungen machen. Also da ist viel mehr Möglichkeit für ein rundes Programm. Vom 7. bis zum 11. Oktober werden im Rathaus die Entwürfe und das Modell des Siegers ausgestellt. Für die Umsetzung des Bauprojektes hat das Land Mecklenburg-Vorpommern 51 Millionen Euro Unterstützung zugesagt. Die Rostocker Bürgerschaft veranschlagt ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 110 Millionen Euro. Jetzt müssen die Architekten rechnen, damit diese Vorgaben erfüllt werden können. 2022 soll der Bau starten. Mit der Fertigstellung wird im Jahr 2025 bis 2026 gerechnet. Dann könnte der Traum wahr werden. Rostock hätte endlich wieder ein Volkstheater, das diesen Namen auch verdient.